Herzlich willkommen zur digitalen Beratungswoche. 100% Beratung mit einem Klick. Das sind die Themen, über die wir heute sprechen. Anschluss von Strom, Gas und Wärme. Zählermontage. Und Gratistage. Unser Energie-AG-Experte ist Bernhard Palmsdorfer. Herr Palmsdorfer, Strom kommt aus der Steckdose. Das ist den meisten von uns so relativ klar. Was muss aber vorher passieren? Was muss ich denn machen, damit ich die Energie überhaupt komfortabel nutzen kann zu Hause? Ja, das Ganze ist ganz einfach. Für die Nutzung von Energie benötigt man einen Netzanschluss. Beim Strom ist es der lokale Netzbetreiber, zum Beispiel der Netz Oberösterreich. Den Erdgashausanschluss können Sie über den Energieagenturvertrieb anmelden. Bei einem Wärmenetz ist der lokale Wärmenetzbetreiber Ihr Ansprechpartner, zum Beispiel die Energie AG in Gmunden, in Kirchdorf oder Vöcklabruck. Macht es einen Unterschied, ob ich mir jetzt einen Erdgasanschluss machen lasse oder einen Stromanschluss? Na, grundsätzlich ist der Ablauf der gleiche. Die Herstellung von einem Erdgashausanschluss werde ich jetzt kurz erklären. Bei der Energie AG hat der Kunde den großen Vorteil, dass er alles aus einer Hand bekommt, Strom, Gas, sowie auch das Internet. Das Ganze kommt aus Oberösterreich und wir, die Energieberater von der Energie AG, sind direkt beim Kunden vor Ort. Wie komme ich denn überhaupt zu einem Hausanschluss? Was muss ich denn machen? Was ist der erste Schritt? Ja, bei Interesse melden Sie sich bitte bei einem Energieberater. Dazu werden folgende Informationen benötigt, wie zum Beispiel Name, Adresse, die KG-Nummer, die Parzellennummer, was ist geplant, ein Neubau oder eine Sanierung. Ja, das waren einmal die Informationen. Dann weiß die Energie AG, so, das ist geplant. Und dann? Zuerst prüfen wir mal, wo ist die bestehende Versorgung. Anschließend wird eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht für den Ausbau zum geplanten Bauvorhaben. Für die Umsetzung bzw. Kostenschätzung zur Herstellung des Hausanschlusses gibt es einen direkten Termin beim Kunden. Und natürlich gibt es auch eine Beratung über sinnvolle Energienutzung, zum Beispiel über die Wärmepumpe, Solaranlage oder eine PV-Anlage. Jetzt haben Sie schon was ganz Wesentliches angesprochen, nämlich die Kosten. Wie finde ich als Kunde denn heraus, was mich das tatsächlich kosten wird? Nach dem Kundengespräch wird ein Angebot erstellt von uns. Diese Informationen finden Sie aber auch in unserer Broschüre Heizen mit Erdgas oder auf der Homepage der Energie AG unter www.energieag.at. Sagen wir, ich habe mich dazu entschieden, bei der Energie AG Kunde zu werden und diesen Hausanschluss machen zu lassen. Wann kommt die erste Baumaschine? Ja, nach einer Auftragserteilung durch den Kunden wird ein Projekt erstellt und für den Bau freigegeben. Anschließend gibt es einen Termin vom Bauleiter und Polier direkt beim Kunden zur Fixierung des Bautermines. In der Regel wird zuerst die Hauptleitung in der Straße verlängert, anschließend der Hausanschluss hergestellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten gibt es eine Abnahme durch den örtlichen Bauleiter. Ist das bei allen Bauvorhaben, bei allen Hausanschlüssen gleich? Nein, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Hausanschlüsse. Einer innenliegend im Keller. Funktioniert natürlich nur dann, wenn der Keller vorhanden ist. Da befindet sich die Hauptabsperrung direkt nach der Kellerwand. Beim außenliegenden Hausanschluss befindet sich die Hauptabsperrung außen in der Außenfassade. Beide sind aber so gerichtet, so hergerichtet, dass praktisch der Haustechniker problemlos anschließen kann. Preislich gibt es keinen Unterschied. Jetzt haben wir viel gehört über die Theorie so eines Anschlusses. In der Praxis schaut das dann so aus. Erdgas ist die beliebteste Heizform der Österreicher. Mit einem Anschluss an das Erdgasleitungsnetz der Netz Oberösterreich erhält der Kunde einen Anschluss an die Energiezukunft. Erdgas ist eine saubere, sichere, vielseitig einsetzbare und preiswerte Energieform, die heute und in Zukunft in genau der vom Kunden gewünschten Menge jederzeit auf Knopfdruck zur Verfügung steht. Einzige Voraussetzung dazu ist ein Erdgashausanschluss an das unterirdische Leitungsnetz. In einem ersten Gespräch mit einem Mitarbeiter werden die baulichen Voraussetzungen und die Lage der neu zu verlegenden Anschlussleitung besprochen. Sind alle Punkte geklärt, schließt der Kunde mit der Netz Oberösterreich einen Netzzutrittsvertrag ab. Zum vereinbarten Bautermin wird von der Straße bis zum Gebäude gegraben und in der Hausmauer eine Öffnung für den Hausanschluss errichtet. Nach der Montage des Hausanschlusskastens wird eine Kunststoffleitung bis zur Erdgashauptleitung in der Straße verlegt. Alternativ zum außenliegenden Hausanschlusskasten kann auch eine von außen nicht sichtbare, innenliegende Variante gestellt werden. Anschließend wird die Leitung in Sand eingebettet und mit Füllmaterial abgedeckt.
Aus Sicherheitsgründen werden dann Abdeckplatten samt einer weiteren Lage Füllmaterial eingebracht und dann nochmals ein Warnband verlegt. Sicherheit ist uns ganz wichtig, damit bei späteren Grabungsarbeiten sofort erkannt wird, wo der Verlauf einer Erdgasleitung ist. Sollen im Garten keine Grabungsarbeiten durchgeführt werden, kann der Hausanschluss auch mit einer Bohrung erfolgen. Dabei wird im Keller des Hauses das Bohrgerät montiert und die Leitung durch den Garten bis zur Hauptleitung in der Straße ganz ohne Grabungsarbeiten errichtet. Im Straßenbereich wird dann auch noch eine Absperreinrichtung montiert. Nachdem die Installationsarbeiten bei der Heizungsanlage abgeschlossen und überprüft sind und ein Erdgasliefervertrag vorliegt, wird der Erdgaszähler montiert und die Heizungsanlage kann in Betrieb gehen. In regelmäßigen Zeitabständen wird von der Netz Oberösterreich die Dichtheit des Leitungsnetzes kontrolliert. Das bringt Sicherheit und garantiert eine sorgenfreie Energieversorgung. Mit Erdgas in die Zukunft. Umweltschonend und günstig. Ja, so viel zum Bau. Herr Palmsdorfer, wer macht denn dann die Inneninstallation? Für den Umbau bzw. für den Neubau einer Heizungsanlage wird durch den Kunden ein Auftrag an den Installateur vergeben, beziehungsweise ein Haustechniker, eventuell auch ein Marktpartner der Energie AG, und das Ganze wird dann durchgeführt. Wenn dann alles fertig ist, wann kommt die erste Rechnung? Ja, da muss man circa 4 Wochen rechnen, bis dass die Rechnung ausgestellt ist und beim Kunden zugestellt ist. Ab wann kann ich die Energie von der Energie AG denn in vollem Umfang nützen? Geht das sofort? Nach Inbetriebnahme durch den Installateur bzw. die Abnahme und die Anmeldung beim Netzbetreiber muss im Vorfeld ein Energieliefervertrag abgeschlossen werden, damit die Anlage dann auch in Betrieb gehen kann. Bei Strom haben ja Neubauvorhaben eine Sonderstellung. Gibt es da spezielle Angebote? Ja, bei einem Neubau braucht man von der ersten Stunde an Strom auf der Baustelle. Dazu gibt es von der Energie AG das Produkt der Baustrom, wo natürlich die ganzen Geräte dann, der Baukran, die Mischmaschine und so weiter, damit arbeiten können. Herr Palmsdorfer, wenn jetzt ein Kunde alles aus einer Hand bezieht, nämlich Strom, Gas und Wärme und das alles von der Energie AG, hat er dann irgendwelche Vorteile? Ja, der große Vorteil ist unsere neue Produktwelt, wo man diese Produkte miteinander kombinieren kann und somit ein Kombiprodukt entsteht, sei es Strom, Gas oder Wärme, sowie auch das Internet. Unser Tipp für alle Sparfüchse ist unser Online-Portal, wo man viele Vorteile genießen kann, sei es Gratistage, eine Online-Rechnung und viele andere weitere Aktionen. Herr Palmsdorfer, vielen Dank für die vielen Informationen und den Tipp für die Sparfüchse. Ja, wenn Sie mehr Informationen zu diesen Themen haben möchten, dann können Sie einen persönlichen Beratungstermin mit den Experten der Energie AG vereinbaren. Möglich ist das zwischen dem 20. und dem 26. März. Nutzen Sie dazu ganz einfach die Energie AG Website unter energieag.at für Sie da. Dort finden Sie auch jede Menge anderer interessanter Themen. Einfach reinklicken. Wir freuen uns.